Wochen war ich mit meiner Mama in Paris, so als Mutter-Tochter-Trip, und ich bin mit dem Zug von Berlin nach Paris gefahren. Eine lange Fahrt, aber es hat sich mega gelohnt. Gestartet haben wir am ersten Tag in meinem Lieblingsviertel im Le Marais. Ich liebe es einfach, dort umherzuspazieren. Und unser erster Foodstop war im Café Pinson. Ich weiß nicht, ob ich richtig ausspreche. Und als Vorspeise hatte ich eine Kokosblumenkohlsuppe. Sowie ein Kurkuma Latte. Und beides war recht gut. Meine Hauptspeise, ein gefüllter Kürbis, war leider etwas trocken und es waren auch nicht viele Gewürze dran, fand ich. Aber es war zumindest sehr gesund. Danach waren wir wieder im Le Marais spazieren. Und nachdem wir uns im Hotel frisch gemacht haben, sind wir ins Le Potager du Marais. Hier hatten wir zum Glück reserviert, weil es sehr beliebt ist. Als Vorspeise hatten wir so einen gefüllten Pfannkuchen, der wäre wirklich lecker. Mir hat nur zum Beispiel so eine Creme gefehlt, zum Beispiel Hummus oder ein veganer Frischkäse. Und den Pfannkuchen habe ich mit meiner Mama geteilt. Die Hauptspeise war wirklich großartig. So Seitan Bœuf Bourguignon mit Kartoffelgratin in der Mitte. Und das war wirklich so gut. Und die Soße, die war so lecker. Zum Nachtisch haben wir dann beide ein veganes Creme Brûlée bestellt. Und wir hätten auch eins teilen können. Das war wirklich viel. Am nächsten Tag waren wir dann rund um Place de la Concorde spazieren. Vorher gab es aber erstmal Frühstück im Hotel. Einfach für mich nur Granola mit Früchten und Sojamilch. Wir waren auch in den Jardin des Tuileries spazieren, sowie im Museum L'Orangerie. Und dann haben wir uns in Richtung Eiffelturm aufgemacht, denn dort in der Nähe gibt es eine vegane Tea Time. Und zwar in der Lounge des Restaurants La Bohemia im fancy Shangri-La Hotel. Diese vegan Afternoon Tea Time war zwar mega teuer, aber das Geld war so wert. Glaubt mir, es war so lecker und so schön arrangiert. Zum einen gab es super leckere und fluffige Scones mit veganer Sahnecreme, mega leckere Kekse und Küchlein. So gute Kekse habe ich echt noch nie gegessen und ich bin eigentlich kein Keks-Fan. Und dazu noch Sandwiches. Als Highlight gab es aber noch so kleine Mini-Törtchen, die wie Kunst aussahen, aber echt noch besser geschmeckt haben, als sie aussahen. Die Scones waren noch warm und wie gesagt super weich und fluffig. Danach haben wir noch ein bisschen den Sonnenuntergang am Eiffelturm genossen. Zum Abendessen hatten wir vegane Pizza bei Hank Pizza, sehr, sehr gut. Und ums Eck gibt's auch Hanks Burger, auch vegan. Der nächste Tag startete wieder mit dem gleichen Frühstück im Hotel. Zuerst ging es wieder ins Le Marais, aber eine andere Ecke in der Nähe von Saint-Paul. Die Seine war übrigens mega überschwemmt. Dann gab es den angeblich besten Kaffee in La Caféothèque. Ich hatte meinen mit Mandelmilch. Lunch gab es im Restaurant Clay, das mir von einer Freundin empfohlen wurde, und das Interior war wirklich sehr, sehr cool. Doch das Essen fand ich viel zu überteuert, selbst für Paris. Die 5 kleinen Dumplings von meiner Mama, die ihr hier seht, waren 20 Euro und so krass lecker war es jetzt auch nicht. Ich habe mir dann noch im veganen Café Cloud Cakes eine vegane Crepe-Torte geholt. Ja, eine Crepe-Torte, so geil. Und die sah wirklich sehr, sehr gut aus. Eigentlich sah dort alles gut aus, aber ich habe mir nur was to go geholt. Da es dann mega geregnet hat, sind wir erstmal wieder zurück ins Hotel mit dem Bus. Und dort habe ich dann die Crepe-Torte genossen und sie war echt so gut. So lecker und fluffig und nicht zu süß. Einfach. Zum Abendessen hatten wir uns was Kleineres rausgesucht und einen bereits sehr lang etablierten vegetarischen Vietnamesen. Das kleine Lokal ist wirklich sehr beliebt und es kann gut sein, dass man dort ansteht, aber das dauert meistens nicht so lange und es lohnt sich. Ich hatte super leckere gebratene Dumplings, diesmal lecker und günstig oder zumindest ein fairer Preis. Meine Mama hatte eine Vorspeisenplatte, die auch sehr gut war, aber sehr viel Frittiertes hatte. Als Hauptgericht hatte ich ein japanisches Curry mit Sojastreifen, die ich wirklich sehr, sehr gut fand. Das ganze Gericht war köstlich und vom Preis her finde ich echt fair. Meine Mama hatte gebratenes Gemüse und Seitanstreifen, wenn ich mich richtig erinnere, auch sehr lecker. Nur würde ich dazu eine extra Portion Reis empfehlen. Unten in der Caption habe ich auch noch meinen Blogpost wegen Food Guide Paris verlinkt mit allen Details zu den Restaurants, damit ihr alles direkt nachschlagen könnt. Ich hoffe, euch hat mein Vegan Food Diary aus Paris gefallen. Sagt mir gerne in den Kommentaren, wenn ihr sowas öfter von meinen Reisen sehen wollt. Denn bald geht's 6 Wochen lang auf Reisen. Vielen Dank fürs Zuschauen.